Ja, wir fangen an wieder mit der Hetze oder nennen wir es Propaganda gegen Weißrussland, gegen Belarus, gegen Schweden, ja? Noch einmal wirklich klarzustellen, was wir schon 100-mal gesagt haben. Wir haben eine künstliche, gewaltsame Untersterblichkeit erzeugt und damit nichts erreicht, sondern einfach nur, wir können jederzeit gewaltsam Untersterblichkeiten erzeugen, und können dabei unsere gesamte Bevölkerung, unsere Volkswirtschaft ruinieren. Wir können lauter Kollateralschäden erzeugen, lauter Tote durch Lockdowns und Tote durch Shutdowns erzeugen und so weiter. Das können wir, ja. Aber uns dessen zu rühmen und dann über die Schweden zu lästern, nur weil die eine normale, kräftige Wintersterblichkeit zugelassen haben, und eben nicht, Totalschaden an ihrer Bevölkerung anrichten wollten, ja? Und bei Weißrussland, wird wahrscheinlich noch viel glimpflicher davonkommen, weil dort, der Präsident gesagt hat, noch nicht mal ignorieren das Ganze, ja? Also am besten gar nicht wahrnehmen, weil dann geschieht am wenigsten Gesamtschaden, ne? Ja? Also bei diesen Hetzesendungen, also erstens wurde dann wieder überhaupt kein Beweis dafür gezeigt, dass es irgendeinen ungewöhnlich viele Sterbefälle gäbe. Also kein einziger Zeuge konnte aufgebracht werden. Immer nur Leute, die sagen, ich befürchte, ich befürchte. Ja, ist ja klar, dass die Leute befürchten, wenn das Ausland Panik macht. Aber zeigt doch mal bitte, wo Leute sagen, ja, in meinem Bekanntenkreis sind letztes Jahr zwei Leute gestorben. Und dies ja aber schon fünf. Ja, bringt doch mal solche Zeugen. Oder bringt doch mal eine ganze Reihe von Bestattungsunternehmern, die sagen, ja, letztes Jahr hatten wir so, ja, pro Monat vielleicht ja, 40 Sterbeaufträge, aber dieses Jahr haben wir ja 100, ja? Bringt uns doch mal irgendetwas, was auch nur eine Hinweiskraft hat. Von Beweiskraft wollen wir doch gar nicht reden, ja? Also, dann geht es weiter. Ach so, wo ist denn unser Hübschi hier? Ja, da ist ja unser hübsches Tagesbild, ne? Also die finanziellen, hier ist es dummerweise Bitcoin, aber die finanziellen Schäden und die wirtschaftlichen und die Kollateraltodesfälle durch den Lockdown, die müssten wir errechnen und so weiter, ne? Ja, und dann eine andere Propagandasendung gegen Schweden, ja, das ist der unsaubere Umgang mit Zahlen, ja? Also man kann sagen, ich unterstelle, wie gesagt, immer, dass es sich nur um Irrtümer handelt, dass da keiner böse Absichten hat und keiner böse Planungen verfolgt, ja? Aber es sind einfach unsaubere Zahlen. Rechnet alles selber durch, sozusagen. Wo ist es hier? Ich muss es wohl hier anklicken. Rechnet alles selber durch, sozusagen hier. Ja, nur mal um ein paar Zahlen zu nennen. Jeden Tag sterben ganz normal im Winter. Da ist was schief gegangen. Jeden Tag sterben ganz normal in Deutschland 3000 Menschen. Und wenn ich das runterknüppel, wenn ich jetzt Milliarden Gelder verwende und einen gnadenlosen Lockdown, der die Bevölkerung an die Grenzen ihrer Belastungsfähigkeiten bringt, kann ich jeden Tag diese Zahl von 3000 runterknüppeln auf 1000 zum Beispiel. Ja? Die sterben dann halt ein paar Tage, ein paar Wochen, ein paar Monate später. Ja, das kann ich machen, aber dabei ruiniere ich
alles andere. Und vor allem sorge ich dafür, dass der Staat völlig kaputt geht. Wir sind dann alle bald pleite. Das können wir nächstes Jahr machen, übernächstes Jahr. Wir können immer totale Lockdowns machen. Wir können den ganzen Winter über Lockdown machen und die Zahl runterknüppeln von 3.000 Toten täglich auf 2.000. Das können wir machen, aber dann sind wir alle kaputt und pleite. Dann können wir auch gleich alle Selbstmord begehen, weil dann ist gar nichts mehr an Lebensqualität und so weiter da. Und dann hier, und dann in Schweden sterben in einem kräftigen Winter, Sterblichkeitswinter, egal ob das Grippe ist oder Corona oder ein Mix an Viren oder ob es Bakterien sind, spielt keine Rolle. Jeden Tag sterben ganz normal 400 Leute in Schweden, ja, im Winter. Ja, und wenn die mit ihren lächerlichen 3.800 Toten, die sie jetzt haben, das wären 9,5 Tage, eine ganz normale Sterblichkeit 400, mal 9,5 Tage, dann sind wir schon bei 3.800. Also das heißt, also in 100 Tagen, ja, also jetzt müssen wir das, nee, sagen wir mal 10 jetzt das Ganze, dann sind wir bei 95 Tagen, in den letzten 95 Tagen musste Schweden sowieso mit 38.000 Toten rechnen. Und wenn davon angeblich 3.800 angebliche Corona-Fälle sind, dann ist das gerade mal 10%. Also an der gesamten Wintersterblichkeit hat also dieses Jahr eben einfach Corona einen 10%igen Anteil. Ach, wie erschreckend, ach, wie dramatisch. Ja? Also alles und alle anderen, ich könnte jetzt stundenlang Zahlen durchrechnen. Ja? Aber diese Leute machen Internet-Fernsehsendungen und sagen, ach, die Schweden, ja, die sind gestraft durch eine Übersterblichkeit. Nein, es ist genau umgedreht. Wir ruinieren unseren Staat für eine künstlich herbeigeschaffte Untersterblichkeit. Und dafür sind natürlich Ärzte immer zu haben, denn die Evolution, wo ist es hier? Die Evolution, wir sind jetzt hier wieder bei der Marktwirtschaft, die ja Dr. Markus Krall besonders verteidigt, weil er nicht versteht, wie gefährlich sie ist. Ja? Hier haben wir also den ersten Früharzt der Evolution, der sagt die Wahrheit. Ja, also Viren, Bakterien und so weiter, braucht ihr euch alles drum nicht kümmern. Damals wusste man natürlich noch nicht, dass man die irgendwann entdecken würde. Aber ihr braucht euch um nichts zu kümmern, wenn ihr nur euch euer Liebesleben, euer Kommunenleben beibehaltet, wenn ihr sozusagen jeden Tag euer gesundes Gemüse und Obst und also reine Naturnahrung esst und bloß nicht auf die künstliche Nahrung der Moderne reinfallt, ja? Und der andere irrt sich. Mutation und Selektion erzeugen, dass es irgendwann einen Früharzt geben muss, der sich irrt. Ja, und der sagt, nein, ihr könnt ruhig das moderne Zeug essen, das ist genauso gesund. Euch fehlen nur später dann meine Impfungen, meine Tests, meine Bestrahlung, meine Operationen und Chemotherapien. Die müsst ihr kaufen, dann seid ihr maximal gesund. Ja, und das ist das Beste für euch. Ja. Und dieser, jetzt greift die krallsche Marktwirtschaft ein und die überschüttet jetzt diesen, der sich irrt, mit totalen Belohnungen, denn die Leute glauben ihm das, kaufen ihm seine Behandlungen ab, er wird total reich, kann 2 Kinder ernähren, 3 Enkel, 2 Urenkel und der hat die große, und vielleicht ist das der Urvorfahren gewesen von Professor Drosten, ja? Und alle diese Ärzte neigen dann eben dazu, eben natürlich zu verhindern, also quasi zu sagen, wir geben gerne 3 Milliarden aus, um das Leben eines Menschen auf 3 Tage zu verlängern.
Weil die 3 Milliarden kriegen nämlich wir. Die kriegen nämlich wir. Die 3 Milliarden geben wir gern aus, weil das ist das Geld der anderen, das wir ausgeben. Und diese 3 Milliarden landen bei uns. Und deswegen geben wir die gerne aus, um 3 Tage Lebensverlängerung zu erzeugen. Aber ein Staat, der überleben will, der darf das doch niemals tun, ja? Also deswegen sprechen wir ja von den gewinnbringenden Irrtümern. Und der hier, der stirbt mit der Zeit aus, weil der hat ja nichts zu verkaufen. Der ist ja in der Wahrheit, der irrt sich ja nicht, ja? Und deswegen kann der hier immer ein Kind, nach dem Urenkel. Der Urenkel muss die Früharztpraxis, die Wanderpraxis oder was es auch immer war, schließen, also die Schamanen. Wanderpraxis und so weiter. Schluck Wasser. Ja, also liebe Leute, gehen wir weiter. Also wie gesagt, rechnet die Zahlen selbst durch. Die Zahlen sind überall zu googeln, dann rechnet sie gegeneinander durch. Ihr werdet immer eins sehen. Wir und die meisten Staaten der Erde haben eine total unsinnige künstliche Untersterblichkeit erzeugt. Und Schweden und Weißrussland lassen einfach eine normale Wintersterblichkeit zu. Also bezahlt Schweden keinen Preis, sondern wir ruinieren unsere gesamten Staaten besonders. Und das und leider ruinieren wir damit auch noch die schwedische Wirtschaft, weil ja leider heute alles so total abhängig voneinander ist, ne? Ja, also ich hoffe, das ist jetzt endgültig klar. Ich wiederhole es natürlich immer wieder, weil die Leute das offensichtlich nicht wissen, ne? Jetzt gab es eine Sendung, die sich damit auseinandersetzt, was passiert, wenn die Linke an die Regierung käme. Ja, was würde die tun? Ja, dann schauen wir uns wieder unser. Gehen wir auf wieder auf unser schönes Tagesbild. Dazu ist es ja da. Ja, die Wirtschaft soll den Menschen dienen, nicht der Mensch der Wirtschaft, sagt der Moderator. Ja, da haben die Linken recht. Und das erreichen wir am besten mit der Wohlfühlstimme, weil dann sozusagen alles wirtschaftliche Handeln, also meine Wohlfühlstimme entscheidet über den Verdienst eines Supermarktleiters. Weil je gesünder ich mich entwickle, meine Gesundheitsdaten und die Wohlfühlstimme kombiniert, je gesünder ich mich entwickle, je seltener ich krank werde und je bessere Wohlfühlstimmen ich demgemäß abgebe, desto mehr Verdienstzuschlag kriegt der von der Krankenkasse, später vielleicht auch vom Staat, ja, einfach damit da er mir dienen muss und alles dafür tut, dass er mir total giftstofffreie Nahrungsmittel anbietet, also Naturnahrung mit der höchsten Wertigkeit, die möglich ist, sozusagen. Und dahin wird dann sein ganzes Streben gehen. Ja, und das ist dann richtig. Nur was macht die Linke stattdessen? Ja, die hat ja den richtigen Grundsatz, aber was macht sie in Wahrheit stattdessen? Stattdessen will sie erstmal viel Geld für wenig Kompetente. Erstmal ist sie in dem Irrglauben, es gibt ja gar keine wenig Kompetenten, ne? Gehen wir mal hier hin, gucken uns das durch. Also für die Linken ist es ja so, jedes Kind, das geboren wird, ist ein Genie. Es gibt also für die Linken keine 2,20 Meter großen Menschen, es gibt für die keine 1,40 Meter großen Erwachsenen, sondern alles ist gleich. Und deswegen gibt es auch niemanden, der vom Gehirn her die Voraussetzungen hat für eine hohe berufliche Leistungsfähigkeit und einer, der hier die Leute, das gibt's alles nicht für die Linken, denn das sind ja alles Genies, ne? Alles verkannte Genies, ne?
Jeder Schwachsinnige oder geistig Behinderte ist ja nur ein verkanntes Genie. Ja, das ist ja sozusagen. Ja, und da sagen jetzt die Biologen, nein, da ist die Linke leider im Totalirrtum. Ja, also wir haben nun mal genetisch, die einen haben größere Gehirne, die anderen haben kleinere Gehirne, dann haben die einen haben leistungsfähigere Gehirne, die anderen weniger leistungsfähige Gehirne, weil die Evolution mit Mutation und Selektion und Variation und Selektion ein systematischer Ungleichheitsgenerator ist und deswegen quasi, warum erzeugt die Evolution notwendigerweise Ungleichheit? Weil immer können sich die Umweltbedingungen ändern und dann ist vielleicht sogar das kleinere Gehirn von Vorteil, weil es zum Beispiel unter den neuen Bedingungen ganz viel Energie einspart, ein kleineres Gehirn zu haben und man trotzdem sich gut ernähren kann, während der mit dem großen Gehirn verhungert, weil er zu viel Energie für sein Gehirn braucht, ja? Und ist, dass die Nahrungssituation dann nicht mehr hergibt. Also insofern ist es immer so, dass die Evolution, alle DNS und alles ist darauf konstruiert, weil es immer von Vorteil hat, Ungleichheit zu erzeugen, ja? Und das müssen wir doch berücksichtigen, wenn wir eine dem urkommunistischen, ursozialistischen, urmatriarchalen ähnliche neue Welt schaffen wollen. Das müssen wir doch berücksichtigen. Und wenn man das nicht berücksichtigt, dann ist das kein echter Kommunismus oder Sozialismus. Es ist einfach nur Dummheit. Das ist dann gar nichts, ne? Ja? Mangelnde Intelligenz und mangelnde Bildung ist das. Mehr ist das dann nicht. Ja, und wenn ich jetzt hingehe und sage hier, in Indien verdienen die Leute, die so viel können, 2 € am Tag. Ich will aber, dass die in Deutschland 2.000 € am Tag bekommen. Dann kann ich das machen. Aber was machen dann die hier? Die sagen, ja, ich muss dann also nicht 2 € am Tag für den da bezahlen, sondern 2.000 € bezahlen. Ja, gut gemeint, bevor die Linken an die Regierung kommen, verlasse ich das Land, verkaufe alles, was ich habe in Deutschland, nehme meine ganzen Entwicklungsabteilungen, meine Firmen mit ins Ausland und gehe dorthin, wo ich nicht nur 2 € am Tag den bezahle, sondern 1,50 €. Da gehe ich dann halt hin. Ja, warum auch nicht? Weil solange wir dem Milliardär nichts bieten können, warum soll er dann nicht so handeln? Wenn unser einziges Ansinnen ist, wir wollen dir was wegnehmen, warum soll er dann bleiben? Ne? Wollen wir ihn einsperren mit der Mauer? Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen, auch die Linke nicht. Ne? So, dann gehen wir mal weiter. Ja. Also letztendlich will die Linke, dass diese Leute hier über Leistungsniveau honoriert werden. Also über das, was sie im weltweiten Wettbewerb leisten, sollen sie zusätzlich Geld bekommen von denen. Und die sagen dann Tschüss. Und dann haben wir gar nichts mehr. Dann sind wir alle pleite. Dann haben die nämlich noch nicht mal mehr, am Ende haben die eben noch nicht mal mehr ihre paar 100 € oder ihre 50 € am Tag, sondern dann sind die dann auch bei 2 € am Tag. Ne? So. Dann wollen die Linken angeblich, wenn der Moderator recht hat, und der hat schon, das ist einer, der wohl ziemlich gründlich recherchiert, wollen die Linken auch noch Narrenfreiheit für Kleinkriminelle? Das ist natürlich richtig. Also erstmal ist richtig der Gedanke, den die Next Scientists for Future.de ja auch haben, dass wir sozusagen, ich habe jetzt gerade das passende Bild jetzt nicht, nee, dass wir natürlich auch wollen, dass Kriminalität ganz verschwindet. Aber sie verschwindet doch nur über die Wohlfühlstimme, die Gesundheitsdaten und darüber, dass dann sozusagen die gesamte Wirtschaft den Menschen dient
und wir alle glücklich wieder sind und wenn die Menschen wieder liebevoll in Kommunen zum Beispiel, einige Lust haben, wieder liebevoll in Kommunen zu leben und wenn die dann glücklich in ihren Kommunen sind, dann werden die nicht mehr an Straftaten denken. Ja, das ist dann einfach uninteressant. Man ist so glücklich und in der Kommune arbeitet man irgendwas und schenkt es den Frauen und Kindern. Und die sind so dankbar dafür und so weiter. Und da gibt es keinen Gedanken mehr an Kriminalität, ja. Aber bis es soweit ist, müssen wir doch knallhart, die Formel lautet doch Broken Windows Theorie, wehret den Anfängen. Wir müssen doch dafür sorgen, dass sozusagen wir sozusagen hier, wie machen wir das? Natürlich ganz einfach. Hier, die Polizisten bekommen nicht mehr eine Belohnung. Jetzt Marktwirtschaft, kriegen die Polizisten dann am meisten Karrierechancen und finanzielle Belohnung, wenn mehr Straftaten los sind. Und in Zukunft zum Beispiel, wenn meine Wohlfühlnote wird ja durch Straftaten schlechter und meine Sicherheitsgefühlnote, wenn wir die noch dazu nehmen würden, natürlich auch schlechter. Meine Sicherheitsgefühlsstimme und meine Wohlfühlstimme werden beide schlechter durch Straftaten. Und dann würden diese Leute auch, die das zulassen und die so eine Gammelpolizeiarbeit machen, natürlich auch weniger verdienen und geringere Karrierechancen. Die würden also hierhin rücken und würden aussterben, während die mir dienen und die dafür sorgen, dass die ständig reden mit den Kriminellen und sagen, können wir nicht irgendeinen anderen Lebensstil für dich entwickeln und so weiter. Und können wir dich nicht abbringen von, können wir dir nicht da irgendwie eine Arbeit vermitteln und so weiter und die dann dafür sorgen, dass ich gar nicht erst Opfer dieser ganzen Kriminellen werde, ja? Die werden dann belohnt und die können dann zwei Kinder ernähren, drei Enkel, zwei Urenkel und dann die neue Polizei darstellen, ja? Und nur so über die 20 Reformen der Next Scientist for Future.de können wir, und das muss nicht die Wohlfühlstimme sein, die haben noch 20 andere Konzepte oder 50 andere Konzepte, wir kriegen das auch anders hin. Aber auf jeden Fall müssen wir doch, bis wir so weit sind, dass die Leute nicht mehr kriminell sein wollen, müssen wir doch alles ändern. Also müssen wir doch knall dafür sorgen, dass unsere Polizei da richtig Ordnung schafft, ja. Und wenn sie das nur damit schafft, dass sie mit den Leuten jeden Tag redet und sagt, wie können wir ihnen helfen, einen anderen Lebensstil zu entwickeln, ne? Dann will die Linke angeblich, dass die Kitas kostenlos werden. Ja, was ist das denn? Was ist das denn? Ja, wieder der Grundgedanke, wieder der Grundirrtum. Wo ist er? Wo ist der Grundirrtum? Hallo? Der Grundirrtum wieder. Alle sind ja gleich. Ja, und wenn ich hier jemanden habe, der hat Kinder, dann muss ich den natürlich belohnen, damit wir nämlich dann ganz viele von den völlig unqualifizierten, arbeitsunfähigen Kindern bekommen. Deswegen muss ich die Kitas kostenlos machen, damit die hier ganz besonders viele Kinder bekommen. Und die muss ich natürlich bestrafen, damit die Fähigen möglichst gar keine Kinder mehr bekommen. Und dann ist ja alles gerecht und toll, denn alle sind ja Genies, alle sind ja gleich. Und die Evolution erzeugt ja nicht systematisch Ungleichheit. Nein, das gibt's nicht. Nee, ich will das nicht wissen, also gibt es das nicht. Ja, einfach so Hand vor Augen, sehe ich nicht, kenne ich nicht, verstehe ich nicht. In Wirklichkeit erzeugen wir damit sozusagen der Abstieg Europas kommt in erster Linie, weil wir hier zu viele Menschen und zu viele Kinder haben und hier viel zu wenig. Das heißt, wir immer blöder werden und unfähiger und deswegen im weltweiten Wettbewerb weggeräumt werden. Also irgendwann werden sich die Chinesen oder Inder erbarmen, uns alle abzuschlachten und Europa leer zu machen, so wie die bei den nordamerikanischen Indianern und die eigene Bevölkerung da reinzusetzen. Ja, in Afrika machen sie das sanft und behutsam, sind ja schon die Chinesen dabei, Afrika zu übernehmen, ne?
Und die werden dann halt auch Europa übernehmen. Warum denn nicht? Weil wenn wir zu blöd sind und noch nicht mal in der Lage sind zu kapieren, dass wir hier die Kinder brauchen und dass wir aus aller Welt die fähigsten Leute da so, also Multikulti gerne, aber doch die Genies aus aller Welt müssen wir nach Deutschland einladen und die Milliardäre und so weiter, auf dass wir hier gut bezahlte Arbeitsplätze haben, weil diese fähigen Leute uns die Arbeitsplätze schaffen und so weiter, ja? Ja, also. Ja, und das Problem mit der Fleischindustrie wurde noch angesprochen, ja. Also das lösen wir alles nur mit der Wohlfühlstimme, ja. Wir müssen uns klar sein hier, Fleischindustrie. Öp, wo bist du denn? Wo kommst du denn jetzt her? Mit der Fleischindustrie, ja. Das ist eben so. Hier sind die Fleischindustrie, ja, erstens schon mal werden die Tiere mit Gift vollgepumpt, mit Antibiotika. Wir essen da also einen Giftcocktail, dann ist Fleisch möglicherweise gar nicht für uns genetisch besonders gut geeignet und so weiter. Und dann werden die natürlich, bezahlt man den Mitarbeitern nur 2 € pro Stunde und bringt die in Baracken unter. Ja, das macht man halt so. Das ist Marktwirtschaft, ja. Wenn jetzt aber die Wohlfühlstimmen dieser Mitarbeiter und des Umfeldes dieser Fabriken und der Kunden und die Gesundheitsdaten der Kunden über die Verdienstzuschläge dieser Fabrik entscheiden, dieses Schlachthauses sozusagen entscheiden, dann werden die schlagartig alles ändern und werden sagen, die werden sofort alles ändern und sagen, ja, wir nehmen nur noch sozusagen ja, Naturfleisch, alles, wir lassen Tiere total natürlich aufwachsen und dann die Mitarbeiter kriegen ganz viel Platz und ganz viel Abstandsmöglichkeit in den Wohnmöglichkeiten. Und so weiter. Und die kriegen auch ein bisschen mehr Honorar, damit die eben auch von den Wohlfühlstimmen her gut dabei sind und so weiter. Ja, und dann haben wir das ganze Problem im Griff und dann gibt es dann auch keine besonderen Ansteckungsmöglichkeiten mehr, ne? Ja, und dann müssen wir noch das Wort des Tages erwähnen. Das Wort des Tages ist das Schenktier. Der Mensch ist nun mal das Schenktier schlechthin. Also das heißt, bevor wir alle sozusagen den Tauschhandel erfunden haben und die Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall erfunden haben, sozusagen haben wir alle glücklich so gelebt, wie das die Bonobos heute noch machen. Da schenken die Männer alles, was sie an Nahrung finden, den geliebten Frauen und Kindern ihrer Kommune. Und niemand denkt ans Akkumulieren oder an Machtsucht oder an Akkumulationssucht. Nicht. Niemand denkt ans Anhäufen. Man schenkt es den Frauen und Kindern und die sind total dankbar und die Wahrscheinlichkeit des größten Schenkers steigt, in der nächsten Nacht das nächste Kind der Gruppe zeugen zu dürfen, weil die Frauenkörper dann aufgrund ihrer Dankbarkeit seinen Spermien den Zutritt zu ihrer Eizelle erlauben, bevorzugt. Na? Ja, und dieses Schenktier, das bedeutet, wenn wir es schaffen, dass in Deutschland die Menschen wieder so glücklich und liebevoll miteinander leben, dass die Milliardäre aus aller Welt in Deutschland leben wollen und alle ihre Unternehmen und ihren Reichtum mitbringen und das dann alles an ihre geliebten Kommunen, ihre geliebten Kommunenmitglieder, die Frauen und Kinder verschenken und dann geht die Schere zwischen Arm und Reich rasend schnell zusammen, ohne dass ich, und jetzt kommen wir wieder zurück zur Linken, ohne dass ich den Zentralfehler der Linken machen kann, ja, muss, also wo ist es? Ja, ich mache es vielleicht doch schneller hier. Na, wo ist denn das jetzt hier? Ja, dass ich, denn das, was die Linken machen, ist ja
Lieber Milliardär, ja, bleiben Sie doch bei uns. Wir nehmen Ihnen einfach nur die Hälfte Ihres Vermögens weg und bleiben Sie doch trotzdem bei uns. Da sagt der Milliardär, bin ich denn bekloppt? Heiße ich so und so? Ja, heiße ich Depp oder was? Ich gehe, ich nehme alles mit und ich nehme alle Arbeitsplätze mit, ich nehme alle meine Innovationsabteilungen mit, ich nehme alle guten Leute mit und dann gehen wir. Ja. Und denn das kann ich mir leisten. Ich kann mir jeden Platz auf der Erde kaufen, wo wir hingehen können. Ja? Wir sind nun mal so reich, wir Milliardärskönige. Ja, und die Next Scientists for Future.de kommen zu Ihnen, sagen, hoppla, wir wollen wieder, dass Sie in Deutschland die Rahmenbedingungen haben, dass Sie 127 kerngesunde Jahre alt werden können. Nicht länger, aber 127. Wir wollen, dass Sie 20 Mal glücklicher werden, als Sie jetzt sind. Und wir wollen, dass Sie x-fach gesünder leben, als Sie jetzt sind. Haben wir jetzt Ihre Aufmerksamkeit? Können wir jetzt darüber reden? Ja? Ja, und dann jetzt müssen Sie selbst als Zuschauer entscheiden. Wird dieser Milliardär, wenn man ihn überhaupt jemals erreichen könnte, mit einem Linken reden von der Partei Die Linke? Oder wird er mit den Next Scientists for Future.de reden? Na, mit den, ja, mit wem wird er reden? Also für mich ist ganz einfach. Er wird auf keinen Fall mit den Linken reden, denn die wollen ihm ja immer nur was wegnehmen. So, dann machen wir den Tagesabschluss oder den jetzigen Sendungsabschluss. Wo sind wir? Hier. Gucken wir mal ein bisschen runter. Ja, also nochmal ganz deutlich zu sagen. Krall sind Felber. Die wollen alle die Marktwirtschaft belassen. Dabei erkennen sie nicht, die Marktwirtschaft ist die Ursache aller Menschheitsprobleme. Sarah Wagenknecht will von den Reichen wegnehmen, anstatt den Reichen etwas zu geben. Genauso Kevin Kühnert, Rainer Mausfeld, Fridays for Future, Greta Thunberg, Luisa Neubauer, Carla Rems-Mahmah. Wie gesagt, liebe Fridays, eure einzige Chance sind die Next Scientists for Future.de. Immer noch könnten die den Kohlestopp 2026 für euch machen. Aber ihr müsst halt mal mit den richtigen Leuten talk. Ganz kurzer Hinweis zu euren Sendungen. Also, ich klicke die immer so im Sekundentakt durch, weil nur inkompetentes Zeug geredet wird. Ihr müsst endlich mal auch anfangen, euch mit fähigen Leuten zu unterhalten und mit den Next Scientists for Future.de, die euch nicht nur nach dem Munde reden und eure Irrtümer nachplappern, sondern und die meisten Sendungen beinhalten gar nichts. Da ist überhaupt kein Inhalt, da ist gar kein Reformkonzept, da ist kein Lösungsweg zu erkennen, da ist gar nichts, ne? Nur dummes Gerede und das kann zu nichts führen, ne? Ja, dann also und dann Nico Pech mit seiner falschen Vorstellung, also wie gesagt, man muss Postwachstum und die groß über Konsumsuchtbeendigung erzeugen und er mit seiner Genügsamkeitsförderung, das wird überhaupt die Masse der Menschen überhaupt nicht berühren. Die sind konsumsüchtig und das kann nur die Wohlfühlstimme beenden und sonst nichts. Oder auch eben letztendlich die 20 Reformen der Next Scientists for Future.de können die Konsumsucht beenden und sonst niemand auf der Welt. Das ist nun mal leider so. Eben weil es eben Fakt ist, wie es ist. Ja, dass eben, es gibt eben hier, es gibt eben leider, das ist das Traurige, was die Linken ja gar nicht hören wollen, leider, es gibt die Saudummen und es gibt die Sauklugen. Und man muss doch, wenn es um Verbesserungen geht, muss man doch mit den Sauklugen reden und nicht mit den Saudummen. Na? Und das ist halt. Ja, aber für die Linken sind ja alle Genies, ne? Alle sind Genies oder verkannte Genies oder was auch immer. Ja, dann, ich denke, wir können diese wissenschaftliche Tagesschau heute schließen bis. Ja, wo ist es denn? Bis. Ja, und jetzt hätte ich sie doch fast vergessen, vielleicht weil sie zum Vergessen sind, unsere lieben Verschwörungstheoretiker Xavier, Sido, Attila, und Till Schweiger und so weiter.
Ja, ganz kurz nur dazu. Denn aus allem, was ich jetzt gesagt habe, ist ja hervorgegangen, dass das einzige Böse in der Welt die Marktwirtschaft ist und nichts sonst. Und da gibt es keine bösen Verschwörungen von irgendwelchen Reichen, die unbedingt uns alle umbringen wollen oder sonst irgendetwas, sondern die irren sich halt. Die sind halt voll von ihren gewinnbringenden Irrtümern. Wir sind voll von ihren gewinnbringenden Irrtümern. Die ganze Welt ist im Irrtum und die irren sich halt. Und aufgrund von Irrtümern sterben Milliarden Menschen. Ja, und so ist das nun mal halt. Deswegen gibt es nur eins: Lieber Attila und Co., lasst uns gemeinsam die Marktwirtschaft beenden. Lasst uns gemeinsam die Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege machen. Lasst uns gemeinsam sozusagen gesunde Ernährung zum Normalfall in Deutschland machen und so weiter. Ja, aber doch bitte ganz klar gesagt, dass Menschen Schlechtes tun, liegt weil sie sich irren und nicht, weil sie genetisch oder von Natur aus oder Außerirdische sind mit bösen, bösen Charakterzügen. Nein, das ist nicht der Fall. Tschüssi.